natürlich müssen wir auch in der Effizienz der Rohstoffverwendung noch besser werden, Kreisläufe, wo irgendwie geht, schließen. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass wir die energetische Nutzung von Rohstoffen hinter die stoffliche Nutzung stellen müssen. Ich denke, die nationale Bioökonomiestrategie gilt. Und da ist ja deutlich ausgewiesen und dargestellt, dass die Ernährungssicherheit Vorrang hat vor stofflicher und energetischer Nutzung. Ansonsten denke ich, haben wir heute auch alle viel über Kreisläufe diskutiert und sind uns sicher, dass wir die näher betrachten müssen. Und darüber hinaus sind wir uns auch alle sicher, dass der Erfolg davon abhängt, dass wir uns den Ziel- und Nutzungskonflikten, die kommen, stellen. Wenn ich eine konkrete Herausforderung nennen sollte, die vor uns liegt und wo ich Ihnen noch nicht die komplette Antwort geben kann, wie wir das bewältigen, sondern sehr hoffe auf kluge Impulse auch aus dem Bioökonomierat. Wir haben vereinbart eine Holzbaustrategie. Wir haben das ist Teil des Koalitionsvertrags, klares Ziel. Wir wollen kohlenstoffintensive Baustoffe ersetzen durch Holz, was Kohlenstoff speichert. Aber wir stehen vor der Herausforderung, dass die Anforderungen an die Wälder, also ich sage es mal vorsichtig, das wird alles nicht so einfach sein, weil Kohlenstoffsenke hängt davon ab, dass die Wälder stabil bleiben und wir wissen, was in den letzten Jahren passiert ist. Da ist jetzt ein Element und das ist so eine Grundidee der Bioökonomie insgesamt, die Kaskadennutzung durchzusetzen. Aber was ist das Governance-Mittel dafür? Was ist das Instrument, mit dem wir wirklich die Kaskadennutzung in die Praxis bringen? Das ist so ein konkreter Knoten, von dem ich mir hoffe, dass wir es in der Holzbaustrategie vielleicht einmal exemplarisch lösen und dann es auch übertragen können auf andere Nutzungen von natürlichen Ressourcen. Na, die Idee von Wertschöpfungsnetzwerken ist ja, dass man verschiedene Produktionsstätten und auch Produkte in vielfältiger Weise miteinander verbindet und damit letztendlich von diesem linearen Wirtschaften wegkommt, wo man vorne ein Agrar- oder auch einen anderen Rohstoff reinsetzt, der wird dann Produkt und dann Abfall und da tun wir uns relativ schwer zurzeit noch. Wenn wir Wertschöpfungsnetze und Netzwerke betrachten, dann haben sie einen großen Vorteil, sie sind schneller. Sie sind viel, viel schneller. Wenn wir diese Stoffkreislaufe anschauen, da wird auf einmal aus einem Reststoff, Sie haben es erwähnt, plötzlich ein Substrat, ein Rohstoff für das nächste Produkt. Und diese neuen Möglichkeiten hin zu einem neuen Produkt, hin zu einer neuen Wertschöpfung zu verknüpfen, das gelingt natürlich in einem Wertschöpfungsnetzwerk viel, viel besser als in etablierten, stark vertikal integrierten Wertschöpfungsketten. Wenn man die Bioökonomie als nachhaltiges Wirtschafts- und auch Gesellschaftssystem anschaut, brauchen wir Innovationen auf allen Ebenen. Insbesondere natürlich mit Blick auf die Rohstoffeffizienz, wenn es darum geht, Rohstoffe und auch das berühmte C-Atom in Stoffkreislaufe zu führen, um den Rohstoffverbrauch, den Primärrohstoffverbrauch einfach zu minimieren, damit auch die Flächenkonkurrenz anzugehen. Wir brauchen Innovationen im Bereich Herstellung, im Bereich Produktionsverfahren, bis eben hin zu neuen Produkten. Wenn es uns nicht gelingt, dass wir unsere Konsumstile und unsere Ernährungsstile so verändern, dass wir einfach sehr viel weniger Rohstoffe verbrauchen, dann wird aus dieser Nachhaltigkeit nichts werden, egal wie gut unsere technischen Prozesse gestaltet sind. Und deswegen werden wir auch über soziale Innovationen reden müssen und da werden wir auch sehr konkrete Vorschläge machen müssen, wie man diese herbeiführt. Und wenn man darüber hinaus anschaut, den Flächenverbrauch, den wir schon heute außerhalb unserer eigenen Landesgrenzen vollführen, dann werden wir auch benennen müssen, welche Governance-Innovationen wir brauchen, damit am Ende des Tages der Erfolg unserer Bioökonomie nicht zu leeren Tellern bei denen führen, die führt, die weniger politische und wirtschaftliche Macht haben als wir. Also wir haben gute Voraussetzungen strukturell. Das ist einmal die nationale Bioökonomie,
Strategie. Wir haben die interministerielle Arbeitsgruppe, die IMAG. Da sind ja so viele Häuser vertreten, wie man sagt, das wird dann auch dem Thema gerecht. Also neben den bereits erwähnten Ministerien ist ja fast kein Ministerium, außer vielleicht dem Verteidigungsministerium, was nicht betroffen ist. Und das heißt, dass wir dann die Punkte markieren müssen, wo die Zielkonflikte bestehen. Und wir müssen den gesellschaftlichen Diskurs suchen, wir müssen den Austausch wählen. Deshalb finde ich das auch gut, wie das angelegt ist, auch mit dem Bioökonomierat, auch dieser partizipative Prozess, der ja auch branchen- und Interessengruppen übergreifend geführt wird, müssen es dann am Ende auch entscheiden. Das heißt, wir können uns da nur gemeinschaftlich auf den Weg machen und dann müssen wir ein gemeinschaftliches Bild der Gesellschaft an den jeweiligen Punkten dann auch formulieren und entscheiden und den Weg weitergehen.